zeige Ihnen hier zwei Entwürfe für ein Glasgemälde, das die Stadt Singen der Stadt Schaffhausen nach dem Krieg als Dank für vielfach geleistete Hilfe übergeben hat. Zwei Künstler traten im Wettbewerb zueinander an. In meinem Rücken sehen Sie den Entwurf von Otto Dix. Das andere Bild zeigt den Entwurf von Kurt Georg Becker. Wie gesagt, beide Arbeiten nach dem Krieg entstanden, beide Arbeiten repräsentativ für die Hörikünstler bzw. für deren unterschiedlichen Kontext, in dem sie gearbeitet haben. Otto Dix verkürzt das Motiv, führt die Handlung ganz auf das Mantelteilen zu, also der heilige Martin teilt seinen Mantel und gibt einen Teil dem Frierenden ab. Bei Kurt Georg Becker dagegen ist das sehr viel stärker in den Kontext eingebunden. Man sieht die Landschaft des Bodensees, des Hegaus und die Stadt Singen. Otto Dix hat eher knackige Farben gewählt, das ist eher kraftvoll, direkt und die Linien sind spitz, eckig, expressiv ausgeführt. Bei Kurt Georg Becker das Ganze eher in Lindenfarben, man hat den Eindruck von Aquarellmalerei. Und die Linien sind eher ornamental weich schwingend geführt. Hier sieht man sehr, sehr deutlich den Einfluss der französischen Moderne, die für Becker wichtig war. Und dieser Unterschied zwischen Expressionismus und französischer Moderne, diese beiden Einflüsse, die sind bei fast allen Hörikünstlern zu finden. Beide Arbeiten sind frisch restauriert, sodass man sie jetzt im Vergleich miteinander sehen kann.